Servus zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut hier zu Green Hell. Leute, wie versprochen war ich fleißig und habe Steine gesammelt. Jetzt liegt hier natürlich alles voll. Ich glaube, das ist vom Spiel auch so gewollt. Nur irgendwie habe ich das Phänomen, mal gucken, ob es gleich wieder passiert, dass der einfach die Steine fallen lässt. Ne, jetzt geht's. Ja, ihr seht, es waren jetzt gerade ganz wenige drin. Ich hatte eigentlich schon so gut wie alle. Nur, dass der kurz vorm Ziel waren plötzlich immer die Steine weg. Dann sind die Hände wieder leer. Und, ja, so nach dem Motto, Ziel vor Augen, aber ist nicht. So. Was ist jetzt das schon wieder? Geh weg! Lass uns! 1000-Füßler Körper. Schauen wir uns gleich an. Schauen wir uns gleich an. Den hatten wir noch nicht. Den Kollege. Okay, jetzt komischerweise funktioniert es erstmal. Die Hälfte. 1000-Füßler. Körper. Effekt unbekannt, okay. Okay, gut, dann lasst uns jetzt mal schauen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, doch eine Schildi zu holen. Damit wir uns ein bisschen was kochen können. Aber ich schätze, jetzt wo man sie dann wieder braucht, wird keine Dachteiche. Schuldi, Kleine. Es tut mir echt leid, immer wieder. Aber es geht nicht anders. Wir brauchen deinen Panzer. Hat er sogar aufgenommen, gut. Kriegen wir hier irgendwo einen Stein? Da war ein Murmeltier, das ist kein Stein. Die packen wir sehr gerne ein, die sind immer gut. Ein kleiner Stein. Die Schnecke nimmt auch mit. So geil ist da unten nämlich nicht mit dem... Na? Nahrungsvorrat, genau, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. So, jetzt Achtung. Ne, Ausdauer zieht es auch keiner ab. Ich habe schon gedacht, dass er, wenn Ausdauer leer ist, dass er dann alles fallen lässt. Aber jetzt passiert es auch nicht mehr. Zumindest im Moment nicht. Seltsam. Also ich schwindel euch hier nichts vor, gell? Das war wirklich so. Gut, ich hatte es halt auf die Methode mit dem was herstellen. So habe ich es versucht. Bist du dann gleich zwei, drei Steine getragen gleichzeitig? Machen wir es jetzt halt einzeln. Wir waren ja da schon unterwegs. Wissen, das dürfte theoretisch nicht sein. So. Drei Stück noch richtig. Jetzt mal auf großer, springen mal kurz da runter. Dann nimm das. Schildkröte drauf, 1000-Füßler drauf. Bin ich mal gespannt, was der bringt. Dann einmal das nehmen. Und die hier drunter. Dann können wir uns hier was kochen. Ja, lass mal. Mach mal weiter mit deinen Steinchen. Da ist wieder einer. Da vorne liegt auch einer. Bin ein Papagei. So. Ach, einer noch. Dann ist das the last one. Dann haben wir endlich unser fliegendes Boot. Der fliegende Holländer. Bei Green Hell, wer hätte das gedacht? Die Rüstung habe ich uns übrigens auch eine neue gemacht. Dabei ging die Axt zu Bruch. Jetzt müssen wir... Ja, am besten suchen wir uns da nochmal Steine. So. Tagebuch. Was sagt das Tagebuch? Hebe das Boot an. Okay.
repariere den Bootsrumpf. Ich habe gedacht, das geht jetzt ganz hoch. Repariere den Bootsrumpf. Okay. Wie viel brauchen wir? Drei Feuerbretter, oder? Drei Feuerbretter, ja. Ja. Insofern ein Problem. Wir haben kein Dings mehr. Tausendfüßler essen. Drei Proteine minus fünf geistige Gesundheit. Das ist schlecht. Können wir zum Glück gleich wieder ausgleichen. So, die Kohle ins Feuer. Das hier ans Feuer. Das da ans Feuer. Dann machst du den Bidon voll. Danke. Einmal abkochen, bitte. Wir suchen uns in der Zeit einen Stein. Dass wir uns eine Axt bauen können. Dann nehmen wir hier die Stöcke mit. Und das. Den und den. So, Steinchen. Sind jetzt natürlich keine mehr da, wisst ihr? Typisch, oder? Hier. Sammeln. Eagles, Eagles, Eagles. Irgendwo sind Eagles. Da sind sie. Hallo? Hitbox ist in der Wade. Innen drin. So. Einmal Stock, einmal Seil. Und dann ist, glaube ich, zweimal Stein, richtig? Sehr gut. Der tut weh. Der nicht. Und man merkt schon deutlich den Unterschied, oder? Deutlichst. Sehr gut. Dann nehmen die drei mit. Oh cool, wir sind sogar leicht genug. So, schmeiß da hin. Dann einmal ein Zwiebelsüppchen, bitte. Das haben wir uns nämlich jetzt auch verdient. Das nehmen. Und das nehmen. Was ist da? Harz. Okay, jetzt bauen wir noch zwei. Ich habe gedacht, das war nur... ja, okay. Sah aus wie nur drei. Schnappen wir uns halt noch einen. Du. Ich habe angetäuscht. Zum Glück hatten wir das Harz in der Tasche. Das findet man nämlich auch nicht gerade so... alle Tage. Werden wir bestimmt noch mal eins brauchen. Ja. Einmal, zweimal Harz noch. Okay. Okay. Das lassen wir alles hier. Wie sieht's? Trinken sollte er was. So. Wo finden wir jetzt am besten Harz? Ja, das passt so. Ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung alter Base. Vielleicht liegt da... Was heißt alter Base? Vielleicht liegt da was im harztechnisch in der Kiste rum. Das wäre am aller coolsten. Dann bräuchten wir nämlich nicht lang suchen. Ansonsten war doch hier an den Bäumen als Harz, oder? Wenn jemand was sieht, laut schreien bitte. So.
Ja, du kannst uns mal zeigen, wo Harz ist, Kollege. Statt uns hier anzuschreien. Hier drüben der Baum sieht auch noch einer aus. Sieht auch noch aus wie einer, der Harz hat. Das braucht natürlich nicht. Wieso auch? Nimm alle Bananen mit. Okay, dann nicht. Schaut mal, hier ist sogar Bambus. Mir vorher noch nie aufgefallen. Entschuldigung, gibt's hier Harz für uns? Haben wir schon, gell? Ja. Wir haben heute leider kein Harz für dich. Schweinchen. Entschuldigung, kannst du uns zeigen, wo Harz ist? Bitte? Danke. Oh, da lag sogar noch ein Knochen. Wie viel Uhr haben wir denn? Mittag. Es wäre noch gut. Nimm mal eins mit. Wie viel haben wir dann? Fünf. Dann nimm zwei mit. Besser haben als brauchen. Der da drüben könnte noch Harz haben. Hier, das ist doch immer an so alten. Aber auch nicht, gell? Hier vielleicht. Nö. Da ist ein Bienennest. Ein Bienennest, ein Bienennest. So, müssten weg sein, oder? Das ist jetzt zwar überhaupt nicht das, was wir brauchen, aber. Nein, hier an den Dingern war das immer so klebrig, eklig. Harz. Wer bunkert denn bitte Harz? Ja, gut, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Das ist schon mal überhaupt gar nicht das Richtige. Der Töpfertisch möchte ich auch mal noch ausprobieren. Da ist auch nichts drin. Nee, Leute, sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus hier. Da war nur. Nee, kein Harz. Schade. Dann müssen wir weiter suchen. Auf der Suche nach Harz. Ist da welches drin? Tatsächlich. Ich höre eine Spinne. Wie starr unterm Dings. Und nimm mal alles mit. Und nichts wie weg. Gänsehaut. So, aber cool, wir haben's. Können wir jetzt unser Schiff reparieren? Nix wie runter. Zügig, aber mit Bedacht, Higgy. Du weißt.
Ist hier nirgends sicher. Die kleinen Stöcke würde ich gern mitnehmen und auch das sammeln, bitte. Allein schon für Pfeile. Da haben wir nämlich auch kaum noch was. Vielleicht noch das kurz mitgenommen. Für die nächste Suppe. Wieso nicht? Wieso nicht? Die Schnecke ist im Weg. Wir können das glauben, die Schnecke ist im Weg. Pass auf, dann trinken. Sammeln. 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 Einmal bitte sortieren. Einmal bitte sortieren. Du mit und du mit. Mann! Der Plan war so gut. Wieso? Was fehlt denn eigentlich? Es fehlt einiges. Es fehlt einiges. Naja. Vielleicht so? Das im Stack nach oben. Das dahin, das dahin. Und nu? Tada! Ich bin einfach der Origami-Meister. War kein Origami, gell? War Tetris. So. Oschi. Langsam und mit Bedacht. Und er ist hier im Vollsprint unterwegs, ne? Kann's auch nicht erwarten. Er möchte auch wissen, was da abgeht jetzt. Wenn das Schiff repariert ist. Trotzdem vorsichtig. Trotzdem vorsichtig. Wir haben nichts gewonnen, wenn wir jetzt in eine Schlange reinrennen oder eine Spinne. Hallo? Ja, ist klar. Wenn du jetzt zu uns ins Lager rennst, dann... Oh, Junge. Wir wollen gar nichts von dir, aber sag's keinem. Ja, ja. So. Jetzt Achtung. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Harz. Zack. Harz. Zack. Lass das Boot zu Wasser. Okay, es hat gereicht. Nice. Es hat gereicht. Das ist gut. Dann trink die Suppe. Harafleisch verbrannt. Egal, trotzdem essen. Hier war das schmutzige Wasser drin, gell? Pass auf, dann macht ihr jetzt mal Pfeile, während es kocht. Zwei Federn, ein Stock. 10 Pfeile, genau, das ist gut. 10 Pfeile sind hervorragend. Dann haben wir nämlich wieder welche. Wir wissen ja auch nicht, was uns jetzt dann gleich erwartet. Wenn wir jetzt das Boot zu Wasser lassen. Und bedeutet es bestimmt auch, dass wir wegfahren müssen. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Deswegen macht ihr sowas noch. Und was für eine Suppe machen wir noch? Oh komm, wir probieren mal das. Geht tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, ich habe was krabbeln gehört. So, nochmal Stöcke. Den sammeln. Sah gerade aus, als wäre da ein Stock runtergefallen.
Abschneiden. Schade, dass man das nicht sieht. Okay, das Boot ist wieder im Wasser. Was passiert jetzt? Fertig. Spiel beendet. So, Werte sind spitzenmäßig. Wie kommt man jetzt auf sein Boot drauf? Okay, so. Aber es geht nichts, kann das sein? Ne, man kann nichts mehr machen. Boot repariert. Na gut. Dann bleibt uns jetzt noch den Queenie zu finden, die heiligen Mondhöhlen und Tabaku. Gewinne das Vertrauen des Dorfes. Okay, Leute, dann passt mal auf. Lasst uns mal einen Plan schmieden zusammen. Ich habe schon die Vermutung geäußert gehabt, dass wir hier so drei... Wir haben drei Rätsel. Ach, schaut mal. Die Karte ist auch neu, oder? Was das hier sein soll, weiß ich immer noch nicht genau. Hier ist der Schlangenpfad. Da kommen wir im Moment noch nicht drüber, weil giftig. Die wohnen hier auf der Insel. Guck mal, hier wäre noch ein Übergang. Aber ich habe ja die Vermutung geäußert, dass wir hier einen Abschnitt haben mit Rätsel. Dann hier einer und hier einer. Weil es eben drei Rätsel sind. Das ist einmal halt, hier sind die Rätsel. Das ist einmal der da, oder? Glücksfisch. Der Wächter. Der Todbringer. Geisterfresser. Wo kommt denn der Glücksfisch her? Das habe ich gar nicht gemerkt. In der Dunkelheit zusammengefügte Delikatessen weisen den Weg. Der größte Wurm, die längste Frucht. Wenn er voll ist, wird er zum Dorf kommen. Der größte Wurm ist bestimmt so ein Tausendfüßler. Und die längste Frucht wird bestimmt so eine Zwiebel sein. Okay, ja, müssen wir halt mal schauen. Wie spät haben wir es jetzt? 17.51 Uhr. Was ist jetzt los? Kommt da kaum vom Boot wieder runter. Ja, gut. Schade, ich habe gedacht, wir können mit dem Boot jetzt ein Stück fahren. Wie viele Federn haben wir? 14. Dann lassen wir 4 übrig. Lassen wir 4 übrig für... Ach so, ja. Wie viel haben wir? 13. Ja, dann mach mal. Ja, das passt. Ah, das ist jetzt ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Bin ich jetzt ein bisschen schade.
Aber wisst ihr was? Jetzt ist eh dunkel. Dann machen wir hier Folgenende. Letzte Folge war ein bisschen länger, dann wird die jetzt halt ein bisschen kürzer. Weil im Prinzip müssen wir jetzt. Aber wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten, oder? Wir könnten hier hingehen und da alles nach den Höhlen erkunden. Oder wir sagen, wir lösen erst alle Rätsel und gehen dann zurück. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin fast dafür, dass wir erst die Rätsel lösen. Ich glaube, das wäre tatsächlich der bessere Weg. Wir sind jetzt hier, dann würde ich hier wieder zurückgehen. Und dann schauen wir, also nehmen wir uns Abschnitt für Abschnitt vor und lösen die Rätsel. Und wenn dann alles gelöst ist, dann können wir uns hier das Gebiet vornehmen. Ich glaube, das passt dann. Ja, das klingt gar nicht schlecht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.